Qualifikationstraining, großer Preis von Bahrain. In Bahrain steht das Qualifying an und die Fahrer scheinen startklar zu sein. Ich gehe davon aus, dass es gleich losgeht. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. In der Formel 1 passiert immer vieles in der ersten Kurve. Sie ist schwierig zu fahren, wenn man von anderen Fahrzeugen umgeben ist. Aber hier wird das Rennen weder gewonnen noch verloren. Man muss klug vorgehen, unbeschadet durchkommen und darauf hoffen, dass nur die anderen Probleme bekommen. So. Dann gehen wir mal raus auf die Strecke. Schauen wir mal, ob wir diesmal die 29 irgendwas knacken. Dann fahren wir eine gute Runde. Vielleicht auch zwei. Das sieht ja ganz gut aus. Ich bin nicht zufrieden mit der Fahrweise von dem Auto. Das passt irgendwie nicht. Könnte so klappen. Es könnte vielleicht sogar 28er Zeiten werden. Und alles völlig das mitnehmen kann. Wieder heute fast verloren in der Ecke.
Momentan die Führung, klar. Aber jetzt heißt es erstmal abwarten. So far our fastest lap is a 1:28.5. Top of the speed trap, 342.6 kilometers per hour. So, aber irgendwas gerade auf die Strecke. Natürlich, wenn alle jetzt in die Box gehen und ein paar Minuten warten müssen. So, Minuten warten. So.
Beifahrer der ersten, die jetzt versuchen, auf den zweiten Versuch zu gehen. Dann fahren wir mal raus. So, komm, einen Versuch versetzen wir noch. Die Zeit können wir noch mal versuchen zu verbessern. Da ist irgendwo alles voll gerade. Ist viel zu spät raus. Zeit kaputt. So, einen Versuch setzen wir noch. Just 30 seconds left in the session. Schon klar. So, jetzt zählt's. Wir waren eine Bestzeit. Excellent lap. We're really pleased. B
Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Sekunde. Richter, Hamilton und Sergio Perez. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Gut. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen.